Weil Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar definiert, das ist männlich, das ist weiblich, das ist für Frau, das ist für Mann. Ja? Und dass, die, dass, der, dass Mann und Frau auch klar, ja, dass eine klare Linie ist. Ja? Und nicht das, was besonders heutzutage, was man uns heute verkaufen will in der Schule, ja, und in der Gesellschaft, dass dieser Übergang, ja, dass man will heute so einen Übergang machen. Du kannst Frau sein, du kannst Mann sein, du kannst dir aussuchen, was du willst. Du kannst auch ein bisschen das sein, ein bisschen das sein. Und ehrlich gesagt, warum ich auch darüber reden wollte, weil man immer mehr und mehr sieht, dass es viele Männer gibt, ja, viele Männer gibt, die Sachen machen, die unmännlich sind. Und das ist im Islam verboten. Und heute will man genau das, ja, verändern, und da muss man wirklich aufpassen. Weil besonders heute will man das in der Schule, das unbedingt, ja, rein zwingen will, dass die Kinder sich selbst aussuchen dürfen, ja. Ob sie Junge oder Mädchen sind oder ob sie sich kleiden wollen wie ein Junge oder ein Mädchen. Ja, die können, du hast die freie Wahl, du hast diese Freiheit, die man einem hier verkaufen will, die absolute Freiheit, die es eigentlich ja gar nicht gibt und die eigentlich auch gar nicht erlaubt ist, weil sonst kann ja jeder alles machen. Der Prophet Muhammad sagte, der Mann, der der Frau nachahmt, ja, nachahmen, nachmachen, ihr ähneln will etc., egal ob beim Reden, beim Anziehen, beim egal was, ja, Schminken oder was auch immer, der ist verflucht. Also, und die Frau, die dem Mann nachmacht, ja, also die sich männlich, ja, also Männer nachahmt, oder der Mann, der Frauen nachahmt. Ja. Also eine Frau, die sich eine Kurzhaarfrisur macht und die sich anzieht wie ein Mann und keine Ahnung, ja, die wirklich also so wie ein Mann sein will, was auch immer, warum auch immer, diese Tat ist haram und es ist eine große Sünde im Islam und es ist auch eine Tat, wofür man von Allah subhanahu wa ta'ala verflucht wird. Und genauso auch der Mann, der das macht. Ein Mann, der sich zum Beispiel schminkt, der ist ja auf jeden Fall kein Mann. Das ist ja auch keine Männlichkeit. Ja, der hat seine Männlichkeit absolut verloren. Und das ist eine Sache, die man nicht machen darf im Islam. Es gibt Sachen, ein Mann macht sowas nicht. Deswegen muss man aufpassen, liebe Geschwister, bei diesen Sachen. Ja, heute ist es normal. Die Männer gehen ja auch das übertreiben. Ja, weil bei der Frau ist es eine natürliche Sache, dieses Schminken, schön aussehen wollen und so auf Kleinigkeiten achten und keine Ahnung, vielleicht eine Stunde vorm Spiegel stehen oder solche Sachen. Es ist ja vielleicht für Frauen ist das vielleicht normal. Ein Mann, der sowas macht, das kratzt schon kratzt extrem an der Männlichkeit sowas. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, dass es haram ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass man gut aussehen will oder dass man sauber sein will, Hygiene, auf Hygiene achtet etc. Das ist gar kein Problem. Ja, aber das Übertreiben darin.